Wir feiern 25 Jahre Mauerfall. Großartig, ja? Wer hätte das mal gedacht? Zwei Ossis an der Regierungsspitze. Evangelische Pfarrerstochter und evangelischer Pfarrer. Eine Pissnelke und eine Trauerweide. Ja, ich meine, das ist es wahrscheinlich auch, was sich Helmut Kohl mal unter den blühenden Landschaften vorgestellt hat. Dabei hat es Merkel immerhin zur mächtigsten Frau der Welt gebracht, ne? Laut Forbes. Gut, Forbes, schön, mächtigste Frau der Welt. In der Liste taucht meine Schwiegermutter zum Beispiel gar nicht auf. Ja. Die Kanzlerin ist ja in diesem Jahr 60 geworden, nicht? Da konnte man in der DDR als Frau in Rente gehen. Tja, Angie, was hast du jetzt davon? Verstehen Sie, vor 25 Jahren, da haben wir mal Reisefreiheit gewollt. Und jetzt köstlich gucken Sie sich um, du kommst ja gar nicht weg. Die Lufthansa sagt, fahrt Bahn, die Bahn sagt, fahrt Auto, der ADAC sagt, fahrt morgen. Und morgen sagen alle, wären sie nur gestern gefahren. Ah, komm, ja, die Menschen in Ost und West, die sind sich nach 25 Jahren wirklich näher gekommen. Die sind zusammengewachsen. Jetzt hören Sie doch bitte auf. Die Ossis schimpfen gegen die Wessis gegen die Ossis. Der Preuße versteht den Bayern nicht. Und Berliner und Schwaben darf man schon mal sowieso nicht kreuzen, sonst bekommt man Großmaultaschen. Weil es ist nicht alles. Verstehen Sie? Es ist doch hier nicht alles Putz, was bröckelt. Ja, wenn man sich die Straßen anguckt, ehrlich, ich hätte als Ossi mal nie gedacht, dass ich die Schlaglöcher wieder kriege. Rente gibt's nicht, Bildung ist nicht, D-Mark kommt nicht wieder. Boah, ist das trist. Ja? Als Sparer wird mir hier heute enteignet. Wer heute noch was zur Seite legt, ist doch der Dumme. Da gucken Sie, manche sparen und sparen und die können sich einen Neuwagen mit Sitzheizung erst in dem Alter leisten, wenn man ohnehin nicht mehr weiß, warum es von unten warm wird. Jetzt habe ich gehört, jetzt gibt es ja wohl schon Strafzinsen bei Kontoguthaben. Und da haben die Experten gesagt, man soll das Geld lieber ausgeben. Man soll es auf den Putz hauen, richtig verprassen. Ja, Teebarzen also. Mein Banker Fuzzi, der hat noch immer gesagt, ich soll in Aktien anlegen. Ja, neulich, da sagt er mir, dass meine Aktienperformance kurz nach ihrem Peak in eine Deflation Area gelangt ist und dass der Transparenzlevel meiner Swing Trading Operation erfrischenderweise gegen Null tendiert. Mit anderen Worten, ich bin pleite. Ja. Verstehen Sie, um blöde, weil ich als Steuerzahler immer ehrlich war. Wie weit kommt man denn hier heute mit Ehrlichkeit? Gucken Sie, nehmen Sie mal zum Beispiel Ecclestone, nicht? Erinnern Sie sich, Formel 1. Der war nicht etwa wegen Lärmbelästigung angeklagt, sondern wegen Bestechung. Und der kommt nur mit einer erneuten Bestechung aus der Sache wieder raus. Der verlässt für 100 Millionen Dollar als freier Mann den Gerichtssaal. Das sagt doch alles über unser Gesellschafts- und Rechtssystem. Ja, lachen. Haben Sie das jetzt noch gelesen? Ein Uli Hoeneß, der kriegt Tagsfreigang. Haben Sie das gelesen? Einer, der 1976 einen wichtigen Elfmeter verschossen hat, der kriegt hier Hafterleichterung. Das sagen wir mal. Ich bitte Sie. Mann, 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 oder? Cool. In welchem Land leben wir ja eigentlich? Ne? Wer hätte das vor 25 Jahren mal gedacht, ja, dass ein Riesenkonvoi von Ex-Ossis, angeführt von einem Bodo Ramelow, Westdeutschland Richtung Thüringen verlässt und die werfen wohl schon die Bananen aus den Fenstern und haben gerufen, hier könnt ihr wieder haben. Ja. Meine Schwiegermutter, auch voll irre jetzt, sie fing ja neulich schon an und sagt, Simone. Von Südwest der Ebola-Spanier, von Südost der Islamist, aus Süd der Afrikaner, von Nordost der Russe. Och, die Mauer war eine gute Idee. Ich sag, Mutter, jetzt ist gut, jetzt hörst du aber auf. So nur wirklich auch nicht. Ja, sagt sie, guck dir doch das an, die vielen Asylanten. Das wird ja hier immer mehr, die ganzen Massen in Deutschland. Ich sag, du, pass mal auf, wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Da müssen wir schon ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Die fliehen doch genau vor den Waffen, mit denen auf sie geschossen wird. Na, also die meisten kommen hier nur her, um hier Geld zu kassieren. Ich sag, ja, nicht schön. Aber bist du nicht 89 nach Berlin nur wegen Begrüßungsgeld? Ja, viermal hast du Begrüßungsgeld ergattert, hast du immer erzählt. Ja. Dann sagt sie zu mir, nein, das war doch kein Sozialbetrug, Simone. Das war die Freude, wie die Wessis sich gefreut haben, dass wir Ossis uns gewollt. Das war eine Freude, das wollte ich gern öfter erleben.
Und außerdem, wenn die sich ja alle ansiedeln, Simon, diese Massen, dann sind ja unsere Grundstücke und die Häuser alle nicht mehr wert. Ich sag, Mutter, du wohnst in Großrächen bei Senftenberg. Verstehst du, da will seit der Wiedervereinigung keiner mehr hinziehen. 1989, da hattet ihr 14.000 Einwohner, heute sind es noch 8.000. Das sind doch 300 Flüchtlinge gerade mal ein Geschenk. Freu dich doch, zum ersten Mal seit der Wende kommen junge Leute unter 50 zu euch. Nee, wenn wir ja alle mal irgendwann Rente haben wollen, dann müssen wir eben Leute herschaffen, die sie auch erwirtschaften. Ja? Bald werden 1 Million Bürger aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Und das Schlimme ist, Joachim Gauck ist wieder nicht dabei. Und all die Herrschaften in Berlin, die sind den ganzen Tag so damit beschäftigt, auf den Krisengipfeln genau die Krisen zu lösen, die sie vorher selbst verursacht haben, dass sie sich um den Alltag gar nicht mehr kümmern können. Aber für die Folgen der Politik, da sind die Kommunen zuständig. 25 Jahre Mauerfall, großartig. Heute noch mal eine Revolution in Deutschland? Puh, hier gäbe es nur eine Revolution, wenn die von einem seriösen Anbieter veranstaltet würde. Simone Söllner!